Hallo Welt, da sind wir wieder. Man sieht es jetzt nicht, aber wir haben in der letzten Folge geschlafen mit dem Brahmin. Da geht die Brahmin-Liebe ein bisschen zu weit, wie ich finde. Sodomie. Oh nein, die Ruckelei geht weiter. Ja, der Größenbalken. Ach so, ja richtig. Der Größenbalken ist voll, also wollen wir mal zusehen, dass wir ihn entleeren. Die letzte Stelle... Oh, Moment. Die letzte Stelle, an der wir irgendetwas reißen könnten, ist diese hier. Ziemlich wenig Platz ist hier. Wir haben schon alles zugebaut. Wahrscheinlich werden wir gleich aus Versehen ein paar Pflanzen oder so mit einlagern. Der Größenbalken. Den Größenbalken zu entleeren. Wir schmeißen erstmal alle unsere Waffen. Wir haben extra ein paar Waffen vor geraumer Zeit geholt. Aus anderen Siedlungen. Und wir werfen erstmal die Waffen auf den Boden. Über dem Pip-Boy. Denn der Größenbalken im Baumenü ist voll, wie man gleich sehen wird. So, wir haben das Ganze öfter schon ausprobiert und öfter gemacht. Das hat immer sehr gut funktioniert. Vor allem mit großen Waffen, weil man sie besser sieht als die Splitterminen oder Splittergranaten oder so. Die muss man dann natürlich alle gleich auflesen. Und große Sachen sind eben leichter als die kleinen. Aber damit es jetzt etwas schneller geht, an dieser Stelle wenigstens, werfen wir mal alles auf den Boden. So. Da liegt es. Wir gehen ins Baumenü. Wir sehen, der Größenbalken ist voll. Und es wird uns auch angezeigt, es kann nichts mehr gebaut werden. Jetzt lagern wir diese ganzen Sachen hier ein. Ordentlich. Die Siedler lieben es, da durchzulaufen. Warum gibt es so komische Geräusche? Ja, da ist wahrscheinlich schon ein Siedler, der da durchläuft und davor tritt. Manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Siedler, wenn hier so ein Haufen liegt, auch an den Waffen bedienen. Und man sieht, wie der Größenbalken schon leerer wird. Ja, wir suchen uns am liebsten irgendwelche Stellen aus, die möglichst glatt sind. Auch aus dem Grund, damit man die Sachen besser sieht, die man hier auf den Boden geworfen hat. Auf der anderen Seite aber auch, weil es früher einen Glitch gab, bei dem die kleineren Sachen vor allem auch durch den Boden geglitscht sind. Und die waren dann eben unterhalb der Erde, da kam man dann nicht mehr so gut ran. Naja, teilweise hat man es gerade, glaube ich, noch gesehen. Bei irgendwelchen Schlagstöcken oder so. Die waren so halb im Boden drin. Und natürlich könnte man das auch machen mit anderen Sachen. Wir haben das schon mit allem Möglichen ausprobiert. Allerdings geht es mit Waffen am einfachsten, weil man sie ebenso gut sieht. Und dann haben wir auch noch die Größe der Waffen mal. Damit haben wir auch mal rumexperimentiert und ausprobiert, ob es vielleicht mit größeren Waffen besser geht als mit kleineren Waffen. Da hatten wir festgestellt, dass es wohl mit seltenen Waffen am besten geht. So hatten wir zum Beispiel als Vergleich den Fat Man, den es sehr häufiger gibt, im Vergleich zum Gleisgewehr, das es dann schon seltener gibt. Das Gleisgewehr, das kann ein bisschen mehr. Da geht das Ganze ein bisschen schneller. Also wenn man jetzt mit dem Fat Man drei Teile bauen kann, wenn man den so einlagert, dann hat man die Chance, vielleicht drei Teile nochmal zu bauen. Dann kann man mit dem Gleisgewehr eben vier bauen. Also groß ist der Unterschied auch nicht gewesen. Eigentlich wird das ja schon reichen. Aber wir wollen ja den ganzen Müll hier nicht rumliegen haben. Dann nehmen wir uns eine glatte Fläche, vor allem weil es da auch war, dass an Grasbüscheln, gerade an, wenn da so Gräser, Moment, das lassen wir stehen, wenn da Gräser oder sowas wachsen, standardmäßig, dann sind da die Sachen auch schon mal ganz gerne früher im Boden verschwunden. Wurde mittlerweile weggepatcht, so wie ich gesehen habe. Zumindest ist mir da schon lange nichts mehr aufgefallen. So, Vorsicht nicht, dass wir unsere Bauten hier noch einlagern. Ja, und so glaube ich, das Ganze ist kein Bug oder kein Glitch. Sondern, das habe ich auch schon öfter gesagt, oder das sage ich sogar jedes Mal, wenn wir das machen. Ich glaube, das ist von den Machern so gewollt, dass man hier so einen kleinen Anhaltspunkt hat. Wie viel kann ich bauen? Was schafft meine Grafikkarte? Denn alles, was wir jetzt bauen,
scheint dann die Siedlung ein bisschen ruckeliger zu machen. Also jetzt haben wir, glaube ich, zum zweiten Mal den Größenbalken entleert. Das geht, glaube ich, noch. Aber so nach 5, 6, 7 Mal auf jeden Fall wird man das merken. Wenn man sich schlafen legt, dann dauert es auch wesentlich länger, bis man das dann runtergezählt hat im Schlaf, die Sekunden. Die Stunden dauern keine Sekunden mehr, sondern manchmal wesentlich länger dauert es. Okay, ich bin mir ganz sicher, dass hier Siedler durchgelatscht sind und die Sachen rumgekickt haben. Irgendwo werden wir mit Sicherheit dann noch irgendwo mal was auflesen hier. Aber das, was wir wollten, haben wir erreicht. Der Größenbalken ist wieder leer. Wir können wieder bauen. Und wir haben es uns so zur Regel gemacht, dass wir hier eben so einen Zähler aufgebaut haben. Damit wir es nicht übertreiben mit dem Größenbalken, so wie auf der Abernethy Farm zum Beispiel. Ich weiß nicht, da müssen wir den Größenbalken doch bestimmt 20 Mal entleert haben oder so. Kein Wunder, dass wir uns da nicht mehr blicken lassen können. Also nochmal, ich glaube nicht, dass das... Guten Morgen, Schatz. Curie, guten Morgen. Also nochmal, ich glaube nicht, dass es ein Fehler, ein Bug oder ein Glitch oder was ist. Ich glaube einfach, dass das so von den Machern so vorgegeben ist, damit man einen Anhaltspunkt hat und nicht zu viel baut. Also einmal voll machen den Größenbalken, da kommt die Grafikkarte und der Prozessor mit Sicherheit klar, denke ich. Und je öfter man den entleert, dann wahrscheinlich ist es so gemeint, auf eigene Gefahr nur. So zumindest vermute ich, ist das. Oh, Curie möchte plündern. Ja, und jetzt können wir uns endlich um unseren Strom kümmern hier. Das ging ja schnell. Ja, wenn man viele Waffen hat, dann ist das natürlich besser. Pff, man kann auch eine immer nehmen und die immer wieder einlagern. Wie gesagt, mit Schrott, mit Kleidungssachen geht das auch. Die Kleidungssachen sind früher immer ganz schön durch die Gegend geflogen dann. Aber mit anderen Sachen geht es auch. Es ist nur sehr viel schwerer, zum Beispiel Camps oder so aufzulesen vom Boden. Deswegen haben wir das meistens mit Waffen gemacht. So viel zu dem Thema. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier eben... Oh, ja, genau. Dass wir hier eben zusehen, dass wir hier nochmal Strom weiter verlegen. So, das Bett erstmal beiseite gestellt. Und wir wissen, dass diese Hälfte hier des Bodens außerhalb des Gebäudes ist. Also versuchen wir das jetzt mal so hier zu legen. Ja, reicht das schon? Das müsste locker reichen, denke ich. Und das Ganze nach unten. Schwupp. Und dann können wir hoffentlich gleich die Betten wieder draufstellen. Achso, das müsste hier drin sein eigentlich. Ja, da ist es. Hoppla. Wunderbar, somit haben wir hier auch Strom auf der Etage. Dann dürfte es jetzt ein leichtes sein, hier dann Strom rüber zu bekommen. Na, vielleicht stellen wir das Teil auch einfach in die andere Ecke, aber wir haben das absichtlich nicht gemacht, damit hier dann nicht so... Ja, damit hier niemand so davor rennt. Da vorne ist die Gefahr nicht so groß, dass jemand dran hängen bleibt mit dem Auge und uns dann verklagt. Also, hier haben wir Energie. Dann sollte, genau, nach unten gegangen sind wir auch. Dann sollte unten auch schon Energie sein. Jawohl. Super. Ja, dann brauchen wir nur noch diese beiden zu verbinden. Dann haben wir auch endlich im Mittelhaus Energie. Das hat gedauert. Naja, klar, wenn man nichts mehr bauen kann. Oh, ich dachte, wir hätten von diesen Teilen hier noch was eingelagert. Ja, die könnten wir eigentlich auch mal verschrotten, die ganzen Teile. Aber das ist ja auch ganz schön mühselig, jetzt hier alle Bauteile, alle Bauelemente mal durchzugehen und zu gucken, was haben wir da alles noch eingelagert. Genau, so einen Beschuss-Klickschalter haben wir nämlich auch noch eingelagert. Ach, alles Mögliche. Ja, einmal schön an die Ecke. Da stört es doch niemanden. Ah, das passt schon. Ich würde noch ein paar Lampen oder Wimpel oder so etwas dranhängen an die Kabel, damit auch keine Vögel vorfliegen.
Ja. Schauen wir mal oben im Bettenhaus, wie es da so aussieht, hier im Schlafsaal. Ob wir die Betten da wieder draufgestellt bekommen. Eines stand hier. Das sieht doch schon... Das sieht doch so aus, als könne es passen. So. Und das stand ganz in der Ecke. Hoffentlich passt. Oh, das passt. Naja, das ist jetzt nicht mehr ganz so schön. Na. Hauptsache, es funktioniert. Die Siedler, die kommen schon in die Betten. Die schaffen das. Wir kommen ja auch in die Betten. Passt. Sieht gut aus. Hier kann man wieder ordentlich durchlaufen. Da drüben haben wir Energie. Hier haben wir Energie. Und das ist dann vielleicht auch jetzt interessanter für später, wenn wir mal mit den Dekorationen anfangen. Damit wir dann auch Lampen und sowas anbringen können. Ja, die Lampen und sowas alles, das gehört alles für mich zu den Dekorationen. Da nehmen wir uns extra dann nochmal Zeit für. Ja, ich habe schon in den Kommentaren gelesen, vielen Dank, dass wir wahrscheinlich, wenn wir mal so weit sind, dass wir mit Modifikationen anfangen. Ich habe ja gesagt, ich möchte den Titel einmal ganz gerne so durchlaufen, ohne Mods, um einmal zu sehen, was der alles kann. Und danach freue ich mich aber dann schon hier mit der gleichen Serie mit Modifikationen dann zu experimentieren. Und da habe ich in den Kommentaren gelesen, dass wahrscheinlich, wenn wir mal so weit sind, dass dann wahrscheinlich Fallout 5 schon raus ist. Ja, dann lassen wir das natürlich mit den Mods hier. Wahrscheinlich. Aber es kann gut möglich sein, dass wir dann doch nochmal einen Livestream starten. Wir haben ja schon mal einen Livestream gestartet. Das war, glaube ich, auch der erste Livestream, den wir überhaupt dann gemacht haben. Bei uns auf dem Kanal. Und da ging es dann auch um Fallout 4. Ich glaube, einmal haben wir neu gestartet. Einmal haben wir aber, glaube ich, auch die Geschichte hier fortgeführt. Ja, na gut. Hier müssen wir noch Leute zuweisen. Der Verrobte hat auf jeden Fall auch schon mal Saft. Und das Fahrrad, ja, kann ja was abgeben hier zum Verrobter auch, oder? Sieht jetzt nicht ganz so schön aus, aber man kann sich denken, dass hier ein Loch durchgebohrt ist, extra fürs Kabel. Das geht schon, das passt. Ich behaupte mal, das ist so vom Hersteller, vom Verrobter-Hersteller so gedacht. Dann gucken wir endlich, haben wir in der Mitte hier Energie, also hier oben auch. Dann können wir also mal eine Etage tiefer gehen noch. Hier ist auch Energie. Oh, wunderbar. Der Frisierstuhl braucht keine Energie. Und das hier braucht alles noch Energie. Super. Hier drin haben wir Energie. Oh, das gefällt mir sehr gut. Und dann brauchen wir also hier irgendwie noch Energie. Also ich tippe mal darauf, dass wir mit diesem Ding hier weiterkommen. Ich packe die immer ganz gerne so ein bisschen schräg an die Ecken, weil man dann das Kabel sowohl in normalerweise jetzt hier nicht, weil es da so ein bisschen so eine knifflige Ecke gerade ist. Aber normalerweise kann man das hier nach links ziehen und gleichzeitig dann aber auch nach rechts so. Und dann braucht man keine zwei. Ich meine, das sieht schöner aus, wenn man das so übers Eck richtig baut, aber so geht's. Endlich haben wir es geschafft. Dann können wir die Siedler als nächste zuweisen. Warum haben wir das nicht schon längst getan? Ein paar haben wir ja schon zugewiesen. Ja, da müssen wir uns angucken, erstmal was für Kleidungsstücke wir haben. Wir müssen erstmal die Siedler alle rauskramen. Also sie hier ist mit ihrer Frisur perfekt als Friseurin geeignet, finde ich. So von der Haarfarbe her und so. Und dann sehe ich ganz viele andere hier noch rumrennen, die wahrscheinlich dann eher als Wachen oder Gärtner eingeteilt werden könnten. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt überall Energie. Endlich. Ja. Was will man mehr? Was? Hier haben wir auch Energie. Ja. Energie in jedem Häuschen für die Dekorationen später. Wenn wir soweit kommen vor Teil 5. Aber ich denke schon. Ja. Ganz oben haben wir sowieso Energie.
dann gucken wir uns nochmal das Hotel an. Drüben haben wir eine Art Turmhotel gebaut. Da. Aber das sieht auch gut aus. Das leuchtet auch schon. Auf jeder Etage noch nicht. Oh, hoppla. Die Maus. Doch, auf dieser Etage sehe ich auch Licht. Da drüber ist auch Licht. Hier unten ist sowieso Licht. Und hier haben wir Licht. Eine Etage höher. Licht. Oh. Und hier haben wir auch Licht. Ganz oben, die kann sich sowieso dann Licht holen. Das war ja das Erste, was wir hier verbunden haben, nämlich den Rekrutierungsfunkleitstrahl. Ein einziges Örtchen hat noch keine Energie. Fällt mir ein. Da haben wir aber auch noch gar nichts gemacht. Das ist das kleine Haus für die Leute aus Bunker Hill eigentlich. Hier. Unsere Gammelkala steht schon davor. Und hier drin hätten wir aber auch ganz gerne ein bisschen Energie. Ja, da machen wir es uns jetzt einfach, oder? Ich möchte mal ganz gerne was anderes ausprobieren. Etwas, was wir so bisher noch nicht ausprobiert haben. Mal sehen, ob das klappt. Nämlich, ich dachte mir, wir bauen das... Oh, von oben so, da ist oben ein Balkon. Ja, das wird schon mal... Ja, das wird wohl dann so nicht klappen. Ich dachte, wir bauen hier einfach zwei Teile so auf. Doch, so hatten wir das doch auch schon mal ausprobiert. Nur nicht so oft. Also wenn oben ein Balkon ist, dann sind das hier zwei Platten. Also einmal oben eine Platte und dann nochmal das Dach von hier unten vom Haus, damit das auch alles schön dicht ist. Und dann wäre das nicht hinhauen. Aber was hinhauen dürfte... Ja, dieses Teil auf... Moment, das meinte ich gar nicht. Das hier auf jeden Fall, das müssten wir hier irgendwo reinbekommen. Ja, nehmen wir das jetzt. Dann müssten wir aber außerhalb des Baubereichs das Kabel ziehen. Das wird gar nicht funktionieren. Aber... Wie sieht es auf dieser Seite aus? Das ginge dann nur so hier. Na also gut, dann eben... So, und dann bauen wir das doch ein bisschen um die Ecke. Ja, wenn jemand ganz schnell um die Ecke rennt, dann kann er da doch noch hängen bleiben. Mit seinem Auge oder seinem Ohr. Ja, dann muss er aber schon größer sein. So, kleinere bleiben da nicht hängen. Hier könnten wir doch sowas ausprobieren. Aber wir könnten auch direkt eine Lampe nehmen. Dann haben wir hier ein Bodenlicht. So zum Beispiel. Ja, jetzt freuen die sich über ihre Getränke. Jetzt haben sie auch allen Grund, sich zu freuen. So ginge das. Ja. So, damit das Kabel hier nicht als Stolperfalle so rumflattert, hauen wir das lieber nach oben hier. Vielleicht direkt mit so einem Teil. Ach, geht nicht. Warum nicht? Ach so. Oh nein.
Jetzt kommen wir da nicht mehr dran. Oh, Menno! Das ist irgendwas anderes. Klingenkorn! Ah, jetzt. Und passt. Ja, jetzt wird's hier nur schwierig mit dem Licht. Wir haben ja immer ganz gerne so ein Kontrolllicht da dran. Aber so geht das schon. Oh, na super. Ja, aber hilft nichts. Da haben wir doch extra den Größenbalken leer gemacht. Da können wir doch jetzt ruhig ein bisschen was noch basteln dafür, damit das schön aussieht hier drin. So, und dann ziehen wir das hier eben rüber. So zum Beispiel. Wieder schön an die Ecke. Und hier auch. Naja, wenn wir es hier hinstellen, dann weiß ich nicht. Wenn wir es hier dran packen, dann weiß ich nicht, ob wir da noch hinkommen mit dem Platz. Oder ob das Kabel dann hängen bleibt an der Ecke. Hier das Gleiche. Sehr schön. Und damit bedanke ich mich. Wir haben es geschafft. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.